Na, Frau Kamp, Lust auf eine neue Frisur vom nächsten Lockdown? Ja, also ich habe mir gedacht, dass man vielleicht nur so die Spitzen, nur so 1 Zentimeter wegnehmen könnte. Also wirklich nur ganz wenig. Haben Sie gesehen in der neuen Woman, da sind ja Kurzhaarschnitte gerade total im Trend. Wie schaut es denn aus mit einem Kurzhaarschnitt hinten? Ja, nein, also ich weiß schon, dass es modern ist, aber das passt überhaupt gar nicht zu mir. Also ich möchte ganz sicher keinen Kurzhaarschnitt, aber danke. Chef! Herzlich willkommen zurück zu Sie haben recht. Gerade in Zeiten einer Pandemie, wo man nicht einfach so zum Friseur gehen kann, ist ein passender Haarschnitt ein umso rareres Gut. Und deswegen ärgert es einen dann noch umso mehr, wenn man bei einem professionellen Friseur oder einer Friseurin war und dann mit dem Ergebnis überhaupt nicht einverstanden ist. Aber wie sieht denn das eigentlich rechtlich aus? Also grundsätzlich ist es ja so, wenn man zu einem Friseur geht oder zu einer Friseurin, dann schließt man insofern einen Vertrag ab. Also man sagt, okay, ich hätte bitte gerne diese und jene Frisur und dafür bin ich bereit, diesen und jenen Preis zu zahlen. Das ist quasi der Deal. Wenn man jetzt wie in unserem Sketch vorhin in eine Situation gerät, wo man sich wünscht, man bekommt Spitzen geschnitten und letztlich hat man einen Kurzhaarschnitt, ist das natürlich kein optimales Szenario. Dann hat, könnte man sagen, der Friseur oder die Friseurin den Vertrag auf ihrer Seite nicht gut erfüllt. In so einem Fall empfiehlt es sich, das Gespräch zu suchen. Am besten sagt man der Friseurin oder dem Friseur, dass man sich das Ergebnis nicht ganz so vorgestellt hat oder dass man sich es überhaupt nicht so vorgestellt hat. Und vielleicht kann ja dann noch eine gewisse Nachbesserung stattfinden und dann ist man vielleicht doch zufrieden mit dem Ergebnis. Das würde sich auch decken, wenn man das Ganze durch eine rechtliche Brille betrachtet, weil in dem Fall wurde der Vertrag ja nicht gut erfüllt, also schlecht erfüllt, weil man sich das Ergebnis ja völlig anders vorgestellt und auch vereinbart hatte. Und da darum geht, dass man zuerst versucht, das Ganze auszubessern. Wenn ich jetzt also meinem Friseur oder meiner Friseurin sagen würde, okay, das passt nicht, dann würde ich dir ja eine zweite Chance geben. Und manchmal passt das ja dann auch schon. Aber wenn das auch nicht funktioniert, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich nehme das jetzt so, wie es ist, aber ich möchte dementsprechend noch viel weniger zahlen dafür. Ich möchte jetzt nur noch einen angemessenen Preis zahlen. Wenn auch das nicht möglich ist, dann könnte ich vielleicht einfach wirklich auch vom Vertrag zurücktreten und sagen, danke, ich will sicherlich gar nichts dafür zahlen. Manchmal kann es aber auch so sein, dass ich sage, boah, ich bin so verschnitten, ich schaue so furchtbar aus, es bringt mir nichts, dass ich nichts dafür zahle. Ich habe noch immer diesen Schaden, weil ich jetzt mit diesem furchtbaren Haarschnitt herumlaufen muss. Und da könnte man sich dann überlegen, wenn jetzt zum Beispiel der Friseur oder die Friseurin so schlecht gearbeitet hat, wie es normalerweise ein richtiger Friseur, der vernünftig arbeitet, niemals machen würde, dann könnte ich vielleicht sogar Schadenersatz fordern. Sollte in so einem Fall keine Einigung zustande kommen oder sollte das Gespräch mit dem Friseur oder der Friseurin nicht gelingen, ist es natürlich gut, das sagen wir eh immer wieder, auf eine ordentliche Dokumentation zu achten. Also Fotos anzufertigen, vielleicht gibt es Zeuginnen, vielleicht gibt es andere Kunden oder Kundinnen im Friseurladen, die das bestätigen können, wie das abgelaufen ist. Sowas ist natürlich immer hilfreich. Denn vergessen Sie nicht, Sie haben ein Recht darauf, den vollen Preis für etwas nur dann zahlen zu müssen, wenn es auch ordentlich geleistet wurde. Dankeschön.